Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play 8-Bit Armies. Wir sind weiter in der Kampagne und wir haben schon die nächste Mission, Steel Crush. Gucken wir uns diesmal die Ziele vorher an. Okay, überleben für 15 Minuten. Ei, das klingt schon mal krass. Dann nochmal das gegnerische Hauptquartier zerstören und das noch innerhalb von 10 Minuten schaffen. Führt zu Bonuszielen, aber naja, hoffen wir erstmal, dass wir überleben. Los geht's. Operation Steel Crush. Wieder diese Karte? Na gut. Ah, diesmal sind wir auf der anderen Seite. Verstehe. Und wir starten mit einer guten Defense. Das freut mich natürlich. Constructing. Ah, hier hinten haben wir auch schon Geschütze stehen. Sehr gut. Und da auch. Mein Gott, all diese Geschütze. Aber gut, wenn wir so viele Geschütze hier schon stehen haben und die Mission ist zu überleben, dann werden wir wahrscheinlich sehr, sehr schnell Kandidat werden. Bei Ruckzuck ist die Fresse dick. Constructing. Ist so zumindest die Befürchtung, die ich ein bisschen habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Machen wir erstmal das als kleiner Starttrupp. Motorpool. Oh, da kommen direkt die ersten. Oh nein, jetzt kommen die Panzer auch noch. Zack. Oh je. Das kann ja was werden. Brauchen wir noch eine zweite Raffinerie? Nein, erstmal nicht. Machine Gun Turret under attack. Aber wir bauen eine zweite. Constructing. Links. Kaserne. Repairing. Stimmt, wir können ein Gebäude reparieren. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Repairing. Barracks complete. So. Ich würde sagen, noch ein dritter Harvester passt hier locker rein in die Schleife. Und wir können vielleicht noch mal... Ah, wir können hier weitere Türme bauen. Sehr schön, das machen wir auch. Bauen wir doch mal direkt hier nebeneinander. Constructing. Möglichst viel Schutz an einem Punkt. So, haben wir schon mal unsere kleine Eingreiftruppe. Machine Gun Turret complete. Ah, zu schade, dass ich nur in Anführungsstrichen den Machine Gun Turret habe und noch nicht den anderen. Der wäre jetzt natürlich Gold wert. Machine Gun Turret under attack. Zumindest bei den ganzen Panzern. Repairing. So, ich denke, wenn ich mit der Defense einigermaßen auf Zack bleibe, dürfte das eigentlich kein Problem sein, alles. Ah, vielleicht sollte ich doch nochmal eine zweite Raffinerie bauen. Machen wir mal hier hin. Constructing. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich guck mal, ob wir wieder vielleicht so ein paar Bonuskisten finden. Refinery complete. Hier oben und da unten werde ich mich gleich mal umsehen danach. Okay, für das eine Bonusziel hätten wir nur noch 7 Minuten übrig. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetrödelt, weil ich halt nicht den Start so wirklich abschätzen konnte, ob das alles so reichen wird. Aber sieht ja ganz gut aus eigentlich so von der Verteidigung her. Ach, guck an, zwei Kisten. Sehr schön. Juhu. Infanterie. Mehr Infanterie und ein paar Vehikel. Das ist gut, das freut. Machine Gun Turret under attack. Kurz nach dem oi, oi, oi. Ich hab ein bisschen getrödelt. Das ist nicht gut. Mal nur ganz kurz, ob hier... Machine Gun Turret under attack. Nee, hier ist soweit nichts. Ich guck mal kurz, ob hier hinten noch was ist. Oder hier. Am Pier. Ups, das wollte ich nicht. Ach, guck an. Okay, diese Kisten können scheinbar wirklich nur von der Infanterie aufgehoben werden. Aber gut, dann ist das halt so. Infanterie. Yay. Vehicle crate. Und zack. Oh je. Repairing. Ich sollte dringend mehr Gebäude bauen.
Ich sollte auf jeden Fall gucken, dass nirgendwo auch nur ein Maschinengewehrturm alleine dasteht. Gucken wir, ob wir hier auf dem Feld noch was finden. Machine Gun Turret complete. Machen wir den mal so schön zwischen die beiden. Schießt, meine Freunde, schießt! Ja, sehr schön. Machine Gun Turret under attack. Machine Gun Turret. Also ich bin mal ganz vorsichtig optimistisch, dass ich mit dem ersten Missionsziel keine Probleme haben dürfte. Und ferner noch ein klein bisschen optimistischer, dass ich, machen wir es mal so, dass ich vielleicht noch die gegnerische Basis zerstört kriege. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mit dem Druck hier zu voreilig. Oh, Heidewitzka, der haut ja rein. Leute, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Autsch, das sieht jetzt wiederum sehr schlecht aus. Oi, 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 ich krieg ganz schön einen auf die Mütze. Ja, das war schon fast mit meinen ganzen Truppen. Schade. Brauche ich doch zur Feier des Tages noch eine Kaserne, damit ich schneller Truppen baue. 18, 20, 20. Tja, ob das nochmal was wird. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Barracks complete. Schieß, mein Raketenwerfer, schieß! Komm, den kriegen wir noch. Sehr schön. Oi, 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 da kommt ein Stoßtrupp. Das finde ich nicht gut. Ah, gut, das macht das Bonusziel schon wieder ein bisschen in weitere Ferne. Ja, hier habe ich noch genug Rohstoffe, das ist schon mal gut. Machine Gun Turret under attack. Und aber hier ein bisschen was. Repairing. Ah, okay. Ich brauche doch noch ein paar Truppen mehr, um das zu schaffen. Motorpool complete. Repair. Mist, jetzt habe ich hier natürlich einen MG-Turm alleine stehen lassen. Das ist nicht gut. Repairing. Aber gut, also die Defense steht auf jeden Fall. Machine Gun Turret. Schicken wir die ganze mal ein paar Meter weiter weg. Wir sollten natürlich noch für genügend Energie sorgen. Constructing. Ach, was macht der denn hier? Steht er ganz alleine rum, als wenn nichts wäre. Machine Gun Turret under attack. Was? Wo? Power plant complete. Repairing. Ja, die Defense steht auf jeden Fall. Ich werde diesmal hier unten rumgehen. Vielleicht finde ich da ja noch ein bisschen was. Das Ziel in 10 Minuten werde ich leider nicht schaffen. So viel kann ich schon vorab sagen. Machine Gun Turret under attack. Wollen wir nochmal hiervon einige? Und wir haben ja genug Geld, deswegen bauen wir eine weitere Fabrik, damit wir noch schneller an Einheiten kommen. Ein Vehikel in diesem Fall. Komm, weiter bauen, bauen, bauen. Sobald der Trupp hier fertig ist, also die zwei hier, werde ich schon mal losmarschieren hier unten rum. Und nach Bonus-Dingern suchen. Machine Gun Turret under attack. So, es wäre dann an der Zeit. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Guck an. Repairing. Hoffe ich mal, dass mir das jetzt nicht zu verhängnis wird und der Turm drauf geht. Das wäre nicht schön. Sollte ich auch schon mal einen zweiten hinstellen. Constructing. Ich finde das Spiel eigentlich ganz lustig. Also es ist natürlich das typische Strategiespiel, ohne jetzt irgendwie groß sich eine Story auszudenken, muss man sagen. Also storytechnisch nur
bleibt das schon liegen. Es sind einfach Missionen aneinandergereiht. Aber es macht dennoch sehr viel Laune, weil die Grafik lustig ist. Die Musik im Hintergrund finde ich auch recht lustig. Constructing. Das mit den Bonuskisten finde ich sehr gut. Infantry crate. Ah, oh, perfekt, mehr Raketenwerfer. Machine gun turret complete. So. Das wird jetzt gerade erst aufgefallen. Hier unten links sehen wir, welche Truppen ich gerade markiert habe. Finde ich gut. Da steht er einfach und macht nichts. Gut, wer da meint. Machine gun turret under attack. Das darf natürlich nicht sein, die müssen repariert werden, so wie es sich gehört. So, damit hätten wir leider die 10-Minuten-Grenze nicht erfüllt. Oh, oi, 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 oi. Schieß, schieß, wie ihr noch nie geschossen habt. Gut. Bam. So, hier oben wird doch bestimmt noch irgendwo was rumstehen, oder? Ach, wisst ihr was? Egal, ob da oben was rumsteht. Ich will es zur Basis. Machine gun turret under attack. Wer wird angegriffen? Ah, du. Okay. Dann reparieren wir dich doch einfach mal. Ach, guck an, ein paar Truppen. Die werden doch jetzt erstmal königlich weggesnackt. Genauso wie das MG hier unten. Bam! Infanterie. Oh ja, mehr Infanterie! Sehr gut! Episch! Ah, da fliegen die Raketen. Meine Güte, aber ich muss sagen, die Raketen sind relativ schlecht gegen Gebäude. Also da helfen scheinbar wirklich nur die Granaten von denen, richtig? Aber gut, wenn man das weiß, dann kann man damit natürlich arbeiten, ne? So. Oi, 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 da hat aber eine Defense-Line hier. Meine Fresse. So, bevor der Harvester hier von ihm alles platt fährt. So, ich lasse die Fahrzeuge bewusst mal vorfahren, damit wir das Feuer auf sie ziehen. Oh Mann, ich habe gar keine Infanterie mehr. Also diese einfache Infanterie. Ja, Leute, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Was meint ihr? Komm, wir stürmen jetzt einfach hier das Hauptquartier. Ja, Leute, das riecht sowas von nach Sieg. Sogar nach Sieg mit einem Bonus-Ziel. Bam! Woohoo! Victory, a winner is you. Ja, so macht das doch Spaß, das Ganze. So, wir haben... Oh, wir starten immer mit einem Kraftwerk, dadurch schön. Dann haben wir hier noch ein Tech-Gebäude freigeschaltet, einen Mechaniker, und scheinbar starten wir mit einem. Ich weiß nicht, wofür der gut ist, zum Gebäude reparieren oder vielleicht Fahrzeuge, wird man sehen. Schauen wir mal, Ressourcen 18.255 haben wir abgebaut, 118 Einheiten gebaut, 29 Gebäude gebaut, 146 Einheiten getötet und 16 Gebäude platt gemacht. Wunderbärchen! So, und da die Mission doch ein bisschen länger gedauert hat, würde ich sagen, mache ich hier meinen Cut. Also ich werde gucken, wenn die Mission jetzt innerhalb von 5 Minuten irgendwie erledigt sind oder so, klar, dann werde ich es natürlich nicht machen. Aber ansonsten, also wenn die Mission innerhalb von 5 Minuten erledigt sind, mache ich mehr als eine Mission pro Folge. Ansonsten werde ich gucken, dass ich je Mission, wenn die dann so immer nur so eine Viertelstunde dauern, dann passt das ja ganz gut, mache ich immer eine Mission pro Folge. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssikowski.